So, herzlich willkommen zurück nach langer Zeit bei Batman Arkham City. Ja, ist lange her. Oh, guck mal, hier haben wir sofort wieder... Ja, wir waren ja dabei, Mr. Freeze zu finden. Und nach einem Monat Pause ungefähr geht es jetzt auch mal weiter. Naja, ich will jetzt hier nicht großartig labern. Beziehungsweise nicht viel labern. Und wir müssen rechts auf dem Klimaanalyse-Assistent gucken. Das habe ich gerade lustig ausgesprochen, ne? Wo Mr. Freeze ist. Denn er kann uns das Heilmittel besorgen, so wie ich das noch richtig im Kopf habe. Naja. So, hier sind wir schon mal falsch. Ach ja. So. Zack, einmal Schwung holen und leiten. Leiten. Ich auch nicht. Was können wir tun? Wenn Joker wirklich stirbt, was ich immer noch nicht glaube, wird Harley Quinn seine Nachfolgerin. Aber die ist irre. Also, es scheint so, als wären wir hier richtig. Ach, guck mal. Hier, hallo. Hier muss es zu Freeze Labor gehen. Ich bewege mich definitiv auf die kälteste Stelle zu. Okay, hier sind wir schon mal richtig. Ich will jetzt auch nicht großartig trödeln. Was ich früher dran gedacht habe. Ein direkter Draht zu meinem besten Freund auf der ganzen Welt. Stell dir das vor. Ich kann immer anrufen, wenn mir langweilig ist. Ich glaube, unsere Freundschaft erreicht eine neue Ebene. Wer weiß, vielleicht schreiben wir uns schon bald E-Mails oder verabreden uns zu romantischen Essen bei Kerzenschein. Glaube ich eher nicht, aber ich lass mal die Finger einfach mal von den Nebenmissionen. Okay, hier sind wir wieder falsch. Ha, deren Problem, wenn sie erwischt werden. Ups. Stimmt. Naja, von hier oben können wir genau sehen, was der Clown vorhat. Okay, das war jetzt hier wieder super intelligent von mir. So, erstmal darüber. In die Richtung müssen wir. Ich freue mich. Ja, das wird klasse. Tut gut, in der Siegermannschaft zu sein, oder? Ich kann es nicht an, dass ich stehe immer auf der Seite des Siegers. Jawohl, das sieht nicht schlecht aus. So. Achso, hier ist wieder so ein Riddler-Rätsel. Auf diesem Dach hat jemand ein Notsignal gezündet. Entweder braucht jemand darin meine Hilfe oder es ist eine Falle. Ja, das wäre vielleicht die Nebenmission, könnte ich mir gut vorstellen. Wie sieht das denn hier aus? Das alte GCPD-Gebäude? Freeze hat vermutlich eins der forensischen Labore umfunktioniert. Ich muss da rein. Ja, okay. Sieht gar nicht mal so falsch aus. Die Tür, sie ist zu. Und was jetzt? Ihr zwei versucht weiter reinzukommen. Ich baller ihre Köpfe weg, wenn sie versuchen rauszukommen. Und was dann? Dann schnappen wir uns Freeze und schleifen ihn zum Joker? Achso. Nach einem Plan. Da unten ist der Rest. Hat einer Zigaretten dabei? Meine sind alle. Seit Joker und Pinguin sich die Köpfe einschlagen, bekommt man hier kaum noch, was man haben will. Ich weiß noch. So, und sofort wieder hoch. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. So. Die haben uns natürlich überhaupt nicht gesehen. Oh Gott. Leute, bewegt eure Ärsche her. Sofort. Ups. Machen wir einfach mal den aus Spaß. Guck mal einer an. Jetzt beschleunigen. Aufwachen, hörst du mich? Wach auf! Guck mal, der ist sogar hingeflogen. Was? Bam. So. So, und der nächste. Komm, komm, schnell. Jetzt habe ich die Zeit. Ah! Batman ist zurück! Hier drüben! Ich hab ihn! Er ist hier drüben! Was? Zack. Ja, guck mal, das geht viel besser als früher. Ich habe es ja früher auch schon mal gespielt. Aber auch nicht ganz zu Ende, da die Speicherstände verloren gegangen sind. Ich habe sie aus Versehen gelöscht. Naja, passt ja zu mir, ne? Mehr oder weniger. So. Hier geht ein Telefon. Kleiner Moment, kleiner Moment. Ich gehe sofort dran. Nee, wie geht denn das nochmal? Warte. Achso, zünden. Zack. So, schnell dran gehen.
Komm, so. Hallo, Batman. Kennst du meine Stimme noch? Victor Zsasz. Höchstpersönlich. Freut mich, dass du dich erinnerst. Ich werde dich nie vergessen. Ich habe mir ein ganz besonderes Spiel ausgedacht, Batman. Nur für dich. Klingeling. Klingeling. Charakterbiografie. Ich will da jetzt auch gar nicht mehr großartig drin vorlesen. Ach, die Maus hat keiner gesehen. So, könnt ihr schön stoppen, ne? Das ist der Victor Zsasz. Zack, wenn jemand will. Falls überhaupt jemand will. So. Wo geht's denn jetzt? Wo habe ich das denn hier nochmal gesprengt? War das hier? Ja, das war hier. Hat uns das überhaupt weitergebracht? Ja, ein klein wenig. Aber auch nicht sehr viel. Vielleicht hier unten. Hier ist noch eine Leiche hier, schön. Aber, ach, guck mal hier. Haha. Genau. Die nehmen wir. Zack. 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 Und jetzt durch. Jetzt geht der Telefon wieder. Wenn ich dieses Funkgerät hacke, kann ich sämtliche Funksprüche von Pinguin abhören. Wir gehen hier rein oder geht das Telefon? Ist auch ein bisschen unfair, ne? Jedenfalls gucken wir erstmal, was hier so abgeht. Achso, müssen wir da rüber hier. Nein. Hallo? Nein. Ach so. Och, haben wir geschafft. Ach so. Ja, dann ist ja, will ich mich ja gar nicht beschweren. Jokers Jungs sind Gotham immer noch draußen, City Mr. Police Department. Okay. Sieh zu, das kenne ich noch. Oh. 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 Ach. Hier drüben. Ich hab ihn erst hier. Fuck you. Fuck you. Oh. Scheiße. Ah. So, jetzt machen wir hier einmal den. Er ist entwischt. Ja, ich bin entwischt. Nebel ein. Scheiße, Mann. Oh, das war gerade ein bisschen knapp. So, jetzt gehen wir erstmal durch rein. Ich wollte gerade beides zusammen sagen. So, mich haben sie auf jeden Fall schon entdeckt. Zum GCPD gesperrt. Der geht nirgendwo hin. Ach so. Na, guck mal. Da suchen sie. Ich glaube, den einen kralle ich mir. Lasst mich nicht hängen. Das verzeihe ich euch nicht. Kapiert? So, wir kümmern uns nochmal. Nein, so. Pinguin ist jetzt sofort da hoch. Mit Herzfrequenzmessgeräten. Er wird es merken, wenn ich einen davon ausschalte. Ich muss schnell sein. Und jetzt rüber. So. Er ist weg, ich hab ihn verloren. Ja. Er benutzt Nebel, lasst euch nicht von ihm erwischen. Ja, wir sind weg. Oh, hier geht's nicht, ja. Okay, da unten gammeln sie. Erstmal rüber, einen kleinen hier Blick von oben. Übrig. Mehr anstrengen! So, wenn gleich der letzte draußen ist, schnappen wir ihn uns. Warte, da kommt er. Da wäre es nicht schlecht. Das gefällt mir nicht. Nicht ein bisschen. Und Hallöle. Da lang! Hier ist da lang! Hier drüben! Ich nein, 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 nein. Ich hab ihn verloren. Findet ihn sofort. Ja, das ist ganz schön. Sollen wir ein bisschen... Aha. Es kam von hier drüben, ganz sicher. Ja, ja. Batman ist zurück. So, Rauchbombe. Geht's? Ja, es geht, es geht, es geht. Zack.
So. Bitte, ich gebe auf. So, die Sie Verhörung, wa? Guck mal, ging relativ fallen. Schnell du hier. Du musst mir nicht wehtun. Ja. Wo ist Freeze? Er ist im Museum. Der Pinguin hat ihn. Ich werde dir wohl die Zunge rausschneiden müssen, Kleiner. Ich mag nicht, wenn die Leute über mich reden. Nein, tut mir leid, Mr. Kabelpott. Er hat mich gezwungen. Kannst du ihn haben, Batman? Ach ja. Museum bin ich sicher. Versuch doch, mich zu holen. Ich habe noch eine Menge Überraschungen für dich. Und die erste kommt jetzt. Rette Mr. Freeze im Museum vor dem Pinguin, okay. Dann müssen wir, glaube ich, erstmal hier rauskommen. Die Maus, ey, die ist immer in der Mitte. Okay, erstmal den Ausgang suchen. Das klingt nicht gut. Ich gehe jetzt erstmal hier die Treppen hoch. Okay, das mit den Gegnern ausschalten, das ging ja relativ schnell. Da kann sich eigentlich keiner beschweren. Ich wollte auf die Karte. So, nein. Nein. So, jetzt rennen wir einfach mal links hier. Achso, da geht's auch wieder raus. Oder hier rechts? Ja, hier sind wir richtig. Klar, Moment, ich bin hier echt so ein... Moment. Sorry. Okay. Nice. Mehr sage ich dazu nicht. Alfred. Hallo, Sir. Haben Sie das Heilmittel von Mr. Freeze bekommen? Es gab Komplikationen. Der Pinguin hat Freeze in seiner Gewalt und mich im GCPD-Gebäude eingesperrt. Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie sterben werden, wenn Sie das Heilmittel nicht bald finden. Danke für den Hinweis, Alfred. Ich bin in einem Polizeigebäude. Kabelpott muss einen Beamten bestochen haben und der hat ihm die Zugangscodes der öffentlichen Gebäude verraten. Ich lade die Codes gerade runter. So, und ich glaube, wir können hier durch. Vielleicht uns da irgendwie reinhacken. Kann eigentlich, ja. Habe ich schon richtig gesehen gerade. Guck mal, ich werde hier noch zum Ober-Pro-Gamer. wenn ich das jetzt auch noch knacken könnte. Ja. So. Ach, nice. Guck mal. So einfach kann es gehen. Nein. Ich habe nichts gesagt. so. Herausspaziert. Oh. Okay, die können wir nicht durchbrechen. Hab doch gesagt, es funktioniert. Spreng die Brücke und die Leute vom Clown sitzen fest. Ganz einfach. Aber Mr. Kabelpott, wir sitzen auch fest. Und? Wir können nicht zurück. Und das heißt was? So, jetzt geht's aber. Nur, dass sie uns hier bei den Leuten vom Clown zurückgelassen haben. Versuch ein paar von ihnen umzulegen, bevor du stirbst, Junge. Du Bastard. Naja, nett war der ja noch nie, ne? Haben sich Kontakt zum Explosionsbereich. Ups. Wärmeabtastungen zeigen mehrere Explosionsquellen. Ende. Bestätigt, wir Tiger 3. Achso, haben wir gerade noch so geschafft. Ist der Kabelpott beschlossen, in Aktion zu treten. Überlasst sie ihrem Schicksal. Wird interessant sein, mitzuerleben, wie sich die Dinge entwickeln, wenn Protokoll 10 aktiv ist. Kleinen Moment, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Oh. Okay, können wir uns das hier... Ja, Wegmarke, das müsste eigentlich gehen. Ich verstehe das Spiel so langsam. Nach so einer kleinen Pause geht das echt in Ordnung. Bestätigt. Air Tiger 3, Patrouille fortsetzen. Ende. So, die Folge... Watschen wir noch dahin. Ups, kleine Lecks hier. Meine Beine. Oh, tut mir leid. Vor allem kam der Witz jetzt, das kam so schnell hintereinander. Hast du die Kerle mit den Bomben vergessen? Nein, ich bin gerade erst zurückgekommen. Ich war kurz weg. Es ist Batman! Ja. Zack. Die dürfen ja kein Problem sein. Ups, oh, hab ich die Kontertaste verfehlt. Das muss ich hier wieder reinkriegen, das, den Rhythmus. Ja. Ach, guck mal, der... Okay, den können wir gar nicht mehr treffen, der ist schon verprügelt. Puh, so. Ein bisschen zum Warmwerden für gleich. Mann, ich dachte, wir seien erledigt. Was zum Teufel ist da vorhin passiert?
War sicher Pinguin, hat vermutlich die Straßen mit Sprengladungen versehen. Es ist Zeit, dass ich echt... Das reicht. Ich werde mir so im Sommer eine neue Grafikkarte zulege, ey. Genug ist genug. Also die müsste damit locker fertig werden. Die wird auch mit anderen Spielen locker fertig. Unter anderem Far Cry 4. Aber sobald du Aufnahme drückst, hakt alles ein bisschen. Da brauchst du einfach ein bisschen mehr Leistung. Ja. Naja. Jungs, wir sollten sie erledigen. Jokers Jungs eine Lektion erteilen. Nein, wir warten. Ich hoffe, das wird bei den nächsten Spielen auch noch ganz gut funktionieren. Stimmt, dass Batman hier ist, hat ihm vermutlich doch Angst eingejagt. Ja. Wirklich, Pinguin ist ich hoffe es. Echt lustig. Hätte nie gedacht, dass du ein Komiker bist. Protokoll 10 tritt in 7 Stunden in Kraft. Glaubt ihr wirklich, dass Batman hierher kommt? Möglich, wen interessiert das? Ja, möglich ist das. Und das werden wir in der nächsten Folge sehen, ob wir das Ganze schaffen werden oder nicht. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.